so eine wilde Sau ist. Hi! Servus! Was geht ab? Sag mal, heißt du jetzt Manuel oder Manuelsen? Wie heißt du? Manuel einfach nur. Manuel. Hallo Manuel, ist mir eine Freude. Hallo Manuel. Freut mich auch. Olli, Stute. Yo, yo, yo. So, erste Frage. Bist du bei den Hells Angels? Ja oder nein? Was? Bist du bei den Hells Angels? Nein, mit Hells Angels. Mit, das heißt die Brüder. Genau. Jo, 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 dann sage ich besser nichts an der Stelle, sonst kriege ich nur Ärger in the Bros. Ach, so ein Quatsch, so ein Quatsch. Okay, gut. I love the Hells Angels. Woohoo, yeah! Das hast du jetzt wirklich gesagt? Sorry! Ja, aber ich finde, manche Bandidos machen auch einen guten Job. Bitte jetzt. Wir ja, haben was denn? Muss man doch... Pass auf, du wurdest mir heute Morgen also, ja, super. Zugeschickt. Und die Leute haben gesagt, ey, der hat auch hier mit den ganzen pädophilen Kackscheiß Tricks. Ja, einfach mal Fakten. Ja, ja, also als Vater ist das halt, fand ich das halt einfach eine Pflicht, ne? Und ja, wenn man auf die Polizei wartet, kann man meistens lange warten. Und dann muss man halt mal gucken, was dann natürlich nur in den rechtlichen Barrieren erlaubt ist, dass man da irgendwie tun und kann. Und dafür stehen die Hells Angels. Olli? Ja, es war gerade Stromsparmodus. Wir sind, das war das Falsche, was du gesagt hast. Ah, okay. Nee, auf jeden Fall habe ich dann geguckt, dass man das irgendwie ein bisschen darauf aufmerksam macht. Das ist uns gelungen heute und ja. Und aber lustigerweise, wie bist du auf diese Seite aufmerksam geworden? Durch Fans, die haben mir das geschickt. Ja, mir nämlich auch. Und es war bei mir so 1 Uhr morgens und ich lag im Bett und konnte nicht schlafen und dann ging das los. Und lustigerweise hast du wirklich exakt dieselben Profile wie ich geteilt. Ja, ich glaub, da hat so eine kleine Korrespondenz zwischen den verschiedenen Leuten im Internet stattgefunden. Ich glaube, das war so ein das war ja, so ein ich habe die eine gesehen, diese Jason Quinn. Das ja, war genau, der. Den habe ich geteilt, ne, gescreenshot und geteilt. Und der wurde, glaube ich, in einer halben Stunde 400 Mal gemeldet. Und dann war der raus. Den hast du nicht mehr gefunden. Und der war weg, wir haben aber ganz gute Kontakte. Und das Management hat sich heute im Hintergrund so ein bisschen mit den Instagram-zuständigen Personen auseinandergesetzt. Und wir haben dann einen Kontakt zugeschickt bekommen. Mit dem habe ich heute telefoniert. Der hat mir ganz genau erklärt. Und der hat mich alles geschickt. Und alles, was ich ihm geschickt habe, anstandslos gelöscht. Aber auch die Informationen, jedes einzelne Bild weiter an die Polizei gegeben, weil es kommt in eine Datenbank, das wird halt gesucht, das geht da wieder, geht auch nach Amerika, überall kommt das in diese Datenbank, weil es kann sich hierbei auch um vermisste Kinder, ne, entführte Kinder handeln. Ah, korrekt, ja, absolut. Genau. Und jedes einzelne Bild, weil ich habe auch gesagt, Leute, ich weiß ja nicht, melden bringt ja auch nichts, weil dann wird es blockiert, dann ist es weg und dann macht eine neue E-Mail-Adresse und einen neuen Account. So. Aber die machen das, da sitzt wirklich ein Team dahinter, jedes einzelne Bild ist abgespeichert. Und sobald, das kann halt nicht mehr ins Internet kommen. Das wird gesperrt. Hoffentlich. Ich bin schockiert gewesen. Ich hab auf manche Seiten habe ich gesehen, da waren bis zu 7000 Follower drauf. Ja! So. Ich habe gesagt, Leute, es ist so einfach. Geht die Kommentare. Ja. Zeichen gesetzt, dass sich manche jetzt vielleicht auch denken, aber okay, hast du den vielleicht auch wenigstens aufs Maul gehauen? Bitte nicht so. Also, ich habe da ganz normal gesprochen und ihm gesagt, ich habe ihn da konfrontiert einfach. Dann ist er hingefallen. Ja, weil er ist davon gelaufen. Dann ist er hingefallen und hat sich selber 7 Mal in den Rücken gestochen. Nein, Spaß. Aber das war einer, der selber so eine Seite hatte oder einfach nur kommentiert hat? Nee, das war einer, der hat sehr energisch kommentiert. Der hat jedes Bild kommentiert mit Herzchen und Sternchen und Likes und so. Und jetzt haben wir auch im Nachhinein, jetzt wo wir seine Identität aufgedeckt haben, haben wir auch von seinem Umfeld, sag ich mal so, haben wir auch dann schon... Hört ihr mich noch? Ja, jetzt, ich war kurzer Aussetzer. Aber von hier. Seinem Umfeld? Ja, haben wir jetzt auch so Zusprüche bekommen nach dem Motto, ja, wir wussten es schon immer oder war uns schon auffällig. Und er kifft auch immer am Kinderspielplatz und so. Ja, er ist die Hardcore... Kategorie gewesen. Das ist gewesen. Punk, ne? Punk war das, ne? Wie bitte? So ein Punk. So ein Punk. Ja, so, ja, mehr Techno so. Ich glaube, er ist so ein Techno-Freak gewesen. Er war mal Techno-Freak. Ja. Sehr traurig. Jungs,
Ja, also die Jungs fanden das alles super und ich fand das auch gut und ich finde, das sollten eigentlich auch viel mehr Leute machen. Ja, grundsätzlich ist das, also ich habe ja nochmal eben auch gerade gesagt, ich verstehe ja nicht, wie im Algorithmus bei mir irgendwie in einem Comedy-Video so eine kurze, so 0,3 Sekunden mal die Brust von Laura Müller zur Sperrung des Videos führt, aber wie dann teilweise irrigierte Penisse da durchlaufen und ich das ganz normal sehen kann und alle möglichen Dinge, wo ich denke, hä? Wie läuft denn euer Algorithmus? Das muss doch funktionieren. Ich glaube, es liegt daran, weil guck mal, ihr seid aus dem Corporate Deutschland, deswegen, ich beherrsche mich gerade ein bisschen, deswegen, ja. Ich glaube, es liegt daran, weil viele Leute, die Konsumenten dieser Art Pornografie sind, die kommen, glaube ich, aus einer anderen, egal, ich sag's lieber nicht, ja, auf jeden Fall so. Ja, die kommen von überall her, ja, ja. Die kommen von überall her, natürlich. Aus anderen Ländern, oder was meinst du jetzt? Oder? Nee, ich meine, die... Rechts. Nein, das auch nicht. Die sind meistens aus der gehobeneren Klasse. Ah! Die Nummer. Ah. Ja, das stimmt. Die haben da überall die Griffe mit drin. Das ist schon richtig. Ja, deswegen, ich will jetzt hier nichts verallgemeinern, aber... So, ich gucke auch nur das, was ich aus dem Internet, aus dem Fernsehen kenne. Aber was ich auch beobachten konnte, die spielen natürlich mit dem, also teilweise waren das ja Profile, da war ja nichts offensichtlich Verwerfliches, also kein nacktes Kind oder so. Da war halt eine, die hat einen Spagat gemacht oder die andere, die steht einfach in dem Bikini da. Also auf den ersten Blick nichts Verwerfliches, so, aber insgesamt... offensichtlich ein Scheißdrecks-Pädophiler und der spielt halt mit diesem Spielraum, den er posten darf. Ja, aber deswegen, ich wollte gerade sagen, das finde ich ehrlich gesagt noch schlimmer. Ja. Das finde ich ehrlich gesagt noch schlimmer, weil sie haben das genau so gemacht, dass du es nicht sperren kannst oder es nicht auffällt, aber die Leute, die darin bewandert sind, so die erkennen das, das jetzt unter sich und deswegen ist das noch hinterlistiger und somit noch gefährlicher, finde ich. Ja, absolut. Sehr gut. Viele Fragen, wer die da im Hintergrund sind. Das sind alles Brüder und Freunde. Auf Kopfgeldjäger. Wie bitte? Wie trifft die Corona-Krise die Hells Angels? Ich meine momentan keine Nutten sind draußen. Wie macht man das dann so? Was macht man das? Keine Witze. Also, wenn man Geld eintreiben möchte, jetzt sind alle zu Hause. Es gibt doch auch Vorteile aus der Krise. Das macht es uns richtig schwierig. Nee, das Ding ist, ich frag mich, wie die Corona-Krise so Leute trifft, die auf dem Wiener Operball zu Kim Kardashian und sagen, ich weiß auf Niggas in Vienna. Das kann ich dir ganz einfach erklären, die Nummer, ohne Probleme. Der ganze Wortlaut war, dass ich sie gefragt habe, es wurde gefragt, wann getanzt wurde, falls wir jetzt die Rassismuskarte spielen wollen. Alles klar. Aber nee, guck mal, du hast jetzt mal ganz kurz Sendepause. Madame, ich danke dir, dass wir darüber geredet haben. Ich danke dir vielmals. Ich finde das super, was du gemacht hast. Ne? Bitte mach das weiter. Ja. Und ich bin sehr stolz auf dich. Das hast du sehr gut gemacht. Und ich hoffe, wenn ich dir behilflich sein kann bei irgendwas, kannst du gerne Bescheid sagen. Ich bin immer am Start bei sowas. Okay? Danke. Also, ich wünsche dir alles Gute. Bis dann, Madame. Bleib gesund. Tschüss. Ciao. Ciao. So. Absolut. So. Jetzt haben wir sie alle hinter uns. Armee, du Knecht. Ach ja, keine Ahnung, wer auch Armee ist. Knecht Ruprecht. Egal. So, Leute, das war's.